Es ist Supermarkt Samstag und heute schauen wir nach Dänemark. Da ist der drittgrößte Braukonzern der Welt zu Hause. Was ich von dem hier auf dem Kanal habe, seht ihr vielleicht schon. Wo ich es her habe, verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung an einem Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere aus einem Supermarktregal. Ich muss an der Stelle gestehen, mein heutiges Bier kommt nicht aus einem Supermarktregal, sondern aus der Biertasting Club Box, könnte aber natürlich genauso gut aus einem Supermarktregal gestammt haben und insofern ist es, glaube ich, ein veritabler Kandidat für das heutige Event, den Supermarkt Samstag, und da kommt das Carlsberg Danish Pilsner auf den Kanal. Und jetzt werden wir bei verschiedenen Leuten wahrscheinlich schon die Fußnägel sich hochstellen. Carlsberg, der drittgrößte Braukonzern der Welt, für viele das personifizierte Böse. Aber es gibt auch viel Historie mit dieser Brauerei verbunden, die 1847 von einem Jakob Christian Jakobsen gegründet wurde. Heißt also gar nicht Carlsberg der Gründer, könnte man ja fast meinen. Aber Carlsberg ist ein beliebtes Ausflugsziel in Kopenhagen und danach hat man sich offensichtlich benannt. Zu der Carlsberg-Gruppe gehören so Marken wie Holsten, Astra, Gatzweiler, Lübser, Wernesgrüner und natürlich international auch Tuborg und Kronenburg. Letztere beiden, zumindest Kronenburg, ist dann für mich auch wieder sowas, wo ich sage, puh, mache ich lieber ein bisschen einen Weg drum. Was aber ganz besonders mit der Brauerei Carlsberg verbunden ist, ist 1883 ein Herr Emil Christian Hansen. Der hat nämlich die Reinzuchthefe erfunden und die wurde dann ein paar Jahre später auch nach der Brauerei, nämlich Saccharomyces carlsbergensis, benannt und hat damit, glaube ich, auch für die heutige Bierkultur und das heutige Brauwesen sicher auch Maßstäbe gesetzt. Ich würde sagen, wir schauen uns heute das Bier an, was ich von denen habe. Es ist, wie gesagt, das Danish Pilsner, nicht Red and White Danish Dynamite, sondern hier eher Green and White. 5,0 Volumenprozent Alkohol sind hier angeschrieben. Die restlichen Daten habe ich mir dann versucht, im Internet ein bisschen zusammenzusuchen. Bin da auf 8 Bittereinheiten gekommen. Konnte ich mir bei der Pilz gar nicht vorstellen, aber es stand auf mehreren Seiten, vielleicht einfach auch nur gut abgeschrieben. Und 11,2 Grad Plato, auch das eher eine Angabe, die ich im Netz gefunden habe. Wir schauen uns einfach an, was jetzt hier ins Glas kommt. Obendrauf ein Kleeblatt, oder? Ja, ich glaube schon. Zumindest ein schönes grünes Symbol, was mich eher so ein bisschen an Irland erinnert. Aber wir reden hier von Dänemark. Wer weiß, was das für ein Symbol ist, kann es mir einfach mal sagen. Würde mich dann natürlich auch brennend interessieren. Und ja, was erwarten wir jetzt von einem Pilz? Wir erwarten natürlich ein bisschen Hopfenherbe. Wir erwarten zumindest auch einmal eine ungetrübte goldene Farbe. Die kriegen wir hier mal frei Haus geliefert. Wir haben einen schönen 2,5 Fingerbreiten Schaum hier oben auf dem Glas. Ein bisschen Kohlensäure im Glas sichtbar. Aber glanzfein ist dieses Bier definitiv. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Also es hat einen schönen, grasigen, leichten Hopfen. Aber es hat auch eine malzig-brotige Note, die irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir probieren es erstmal. Herzlichen Wohl, cheers! Also erstmal sehr frisch. Das Brotige geht eher so in diese Weißbrotrichtung. Dezente Süße. Alles noch keine Sachen, die man jetzt unbedingt mit Pilz verbindet. Machen wir mal weiter. Es hat nämlich so eine leichte Biskuitmalznote. Es ist ein grasiger Hopfen mit am Start, aber relativ wenig bittere. Ich würde jetzt mal unterstellen, es ist trotzdem mehr als 8 Bittereinheiten, aber es ist für einen Pilz, finde ich, doch sehr wenig. Leichte Würze, dünneres Mundgefühl. Ja, bisschen wässrig hinten raus, finde ich. Nicht ganz so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Es ist durchaus trinkbar und wenn man es auch auf Temperaturen, würde man sagen, so zwischen 5 und 7 Grad runterkühlt, ist das definitiv erstmal ein halbwegs brauchbarer Durstlöscher. Schlanker Körper, intensivere Kohlensäure. Von der Textur her finde ich es eher so ein bisschen im dünneren Bereich unterwegs. Im Nachtrunk kommt so eine dezente Würze langsam durch. Es bleibt aber süßlich malzig, dezente Herbe.
und nach wie vor kaum bittere. Also ich finde, es ist, und das muss man jetzt einfach mal wieder so einordnen, wenn ich jetzt sage, Erwartungshaltung ist ein Pilz, und ich glaube, es ist auch so bei den verschiedenen Portalen, ist es so als German-Style-Pilsener einsortiert und sage, also da fehlt dann jetzt mir ein bisschen die Hopfenintensität. Auf der anderen Seite finde ich, ist das Malz viel zu stark im Vordergrund. Wenn man sagt, man möchte einfach ein leckeres und gut trinkbares Bier haben, wo man jetzt nicht viel nachdenken muss, dann hat man es wahrscheinlich getroffen. Also das sind so diese beiden Welten, die aufeinandertreffen. Und ich entscheide mich dafür, dass ich eigentlich die Erwartung hatte, jetzt ein richtig gutes Pilz zu bekommen. Und deshalb gibt es für das Carlsberg Pilsner von ProbierTV 2 von 5 möglichen Punkten für das Carlsberg Pilsner aus Kopenhagen in Dänemark. Und wenn ihr andere Pilzbiere kennt, beziehungsweise Produkte der Carlsberg-Gruppe, ihr sagt, na, die müssen mal unbedingt auf den Kanal. Bei Astra weiß ich, da ist der eine oder andere von euch dabei, der da ein bisschen was sehen will. Dann schreibt es mir einfach mal hier unter das Video. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann bitte auch da unten lösen. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder mit dem nächsten Bier. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.